Welch eine Spannung, welch tolle Treffer, welch ein grandioses Spiel. Die Wasserfreunde Spandau 04 stehen zum 41. Mal im Finale. In der heimischen Lehrschwimmhalle in Schöneberg besiegen die Spandauer mit 21:7 den OSC Potsdam. Zwei Tage zuvor sichern sie sich beim Hinspiel in Potsdam einen 11:6 Sieg. Heute hatten wir ein bisschen was gut zu machen. Drei Viertel haben wir es gut gemacht. Im letzten kam ein bisschen der Ständiran wieder rein, aber Sieg ist Sieg. Für die Wasserfreunde Spandau 04 heißt es im Rückspiel einen sicheren Sieg einfahren und somit den Einzug ins Finale perfekt machen. Und dieses Motto befolgen die Berliner zu 100%. Im ersten Viertel machen es die Berliner den Herren des OSC Potsdam nicht einfach. Mit einem 5:1 gehen die Gastgeber in die zweite Spielzeit. Dort ziehen sie davon und spielen ihre Stärken aus. Die Orcas können mit den Spielzügen der Spandauer nicht mithalten. Zur Halbzeit steht es 11:2. In der dritten Hälfte bauen die Wasserfreunde Spandau 04 ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Bevor es in die Schlusspartie geht, bekräftigt der Spandauer Trainer sein Team. Dies zeigt große Wirkung. Innerhalb von 8 Minuten erzielen die Wasserfreunde Spandau 04 6 Treffer. Der Rekordmeister siegt im Derby souverän mit 21:7. Aber wir kennen uns ja alle sehr gut. Wir haben halt den Heimvorteil, das war ganz gut. Und beide Spieler oder beide Mannschaften haben neue Spieler. Das wird spannend, wie die sich eingliedern. Die Vermutung vieler Experten hat sich bestätigt. Im Finale kommt es zwischen den Vorjahresfinalisten Spandau und Waspo 98 Hannover zu einem schnellen Wiedersehen. Der Dauerrival der Berliner siegt im Halbfinalderby mit 23:5 und 21:7 gegen White Sharks Hannover. Ab dem 2. September treffen die Top-Teams im Finale aufeinander. Dieses wird in einer Serie nach dem Modus Best of 5 ausgetragen. Das Spiel geht 4 Viertel. Waspo ist ein starker Gegner und wir müssen halt da halt wirklich 4 Viertel lang Vollgas geben. Ob die Spandauer wieder die Nase vorne haben und sich als bestes deutsches Wasserballteam beweisen oder ob sich die Hannoveraner dieses Jahr durchsetzen können, bleibt abzuwarten.